Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute endlich wieder live, heute wieder aktuell und ja, ich freue mich riesig. Ich habe das Videodrehen sehr vermisst und ja, die Woche musste allerdings wirklich sein, weil ich hatte echt viel zu tun. Ich war wirklich die ganze Woche unterwegs. Unter anderem habe ich auch einen kleinen Kurzurlaub gemacht von einem Tag. Dazu gibt es vielleicht später noch irgendwann einen Vlog. Ja, aber den muss ich erstmal noch schneiden und das kann etwas dauern. Gut, ich habe mir gedacht, ich erzähle euch heute ein bisschen über das Thema Helfen, anderen helfen. Ja, und das ist so ein Thema, das mich zurzeit sehr beschäftigt und ja, ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe festgestellt, dass es viele Menschen gibt, die unsere Hilfe benötigen und es gibt aber auch solche Menschen, die Hilfe benötigen, es aber selber nicht sehen, dass sie Hilfe brauchen. Und ich glaube, ich fange erstmal an, über die zweitere Art zu reden. Und ja, es ist so, dass es manche Menschen gibt, die sieht man so an und denkt sich, oh Gott, um Himmels Willen, der versaut sich gerade das ganze Leben oder hoffentlich macht da mal irgendjemand was, weil es einen so ein bisschen an eine Massenkarambolage erinnert. Es ist echt wirklich, jeden Tag kracht ein neues Auto gefühlt rein und man will irgendwie einfach bloß auf den Stoppknopf drücken und sagen, bitte lass es doch jetzt mal aufhören. Und ja, man kann es aber nicht, weil meistens ist es so, dass Leute, die in so einem Stadion sind oder die einfach schon so weit sind, dass sie diese Problematiken haben, es gar nicht mehr selbst wahrnehmen. Und manchmal hat man auch so Situationen, wo man die Hilfeschreie von jemandem anders laut und deutlich hört und man aber nicht die Person ist, die nach der geschrien wird. Also ich habe für meinen Teil mal erlebt, das war vor vielen Jahren, da war meine Mom auf einem kleinen Vortrag und mir ging es nicht gut, mir war einfach nur nach ja, Aufmerksamkeit und Nähe. Und ich weiß noch bis heute, dass ich an diesem Abend, hat meine Schwester versucht, mich aufzuheitern. Meine Oma ist da gewesen und hat versucht, mich aufzuheitern. Und mein Vater war da und wollte mich aufheitern oder mir helfen. Und im Prinzip habe ich jedem seine Hilfe für nicht wichtig befunden, als die falsche Person. Ich wollte einfach bloß in dem Moment die Hilfe von einer einzigen Person auf diesem Planeten und es war die von meiner Mom. Und es war einfach so total komisch, dann, ja, für mich nicht die Hilfe zu bekommen, die ich wollte. Ich habe dann auch mehr oder weniger gesagt, warum hilft mir eigentlich keiner? Wieso hilft mir nie einer, wenn ich Hilfe brauche? Und solche Sätze, obwohl so viele Leute versucht haben, mir zu helfen. Aber manchmal ist es nicht wichtig, dass du versuchst zu helfen, sondern wer du bist, der da hilft. Okay, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber ich glaube, jeder kennt diese Situation, wo er einfach nur die Hilfe von einem einzigen Menschen oder eine Sache will, die ihn jetzt wieder hilft oder die ihn glücklich macht. Und in dem Moment war für mich eben die eine Sache, die eine Person, meine Mom und niemand anders. Und dann gibt es natürlich so Situationen, da will man gerne helfen. Wenn man sieht, da jetzt momentan ist es noch nicht in einem Stadion, wo der andere in sich selbst oder andere in Gefahr bringt oder wo einfach nur so kleine komische Verhaltensweisen da sind, sowas wie ja, kleine Hilfeschreie nach Aufmerksamkeit oder kleine Problematiken wie einfach sowas wie ja, die Person wirkt zerstreut oder sie bekommt gerade den Alltag nicht so auf die Reihe wie früher. Oder solche Sachen wie, jemand vergisst ständig den Schlüssel und muss deswegen sehr oft klingeln oder jemand ist auch tendenziell lauter, also dass man zum Beispiel als Mitbewohner, also oder jemand, der auch im Haus wohnt, sowas hat, wie dass derjenige total laut die Musik aufdreht. Und ja, das können manchmal einfach so kleine Warnsignale sein. Sowas wie, könnte nicht irgendeiner runterkommen und mir sagen, mach die Musik leiser, nur damit jemand mit mir spricht. Oder manchmal kann es auch einfach nur sowas sein wie,
Jemand liegt im Bett und du siehst es und derjenige sagt, nein, mir geht's gut, aber ihm geht's nicht gut. Manchmal kann es einfach hilfreich sein, ein zweites Mal nachzufragen. Und manchmal, das ist wirklich das Schwierigste, was es gibt, kann es einzig Hilfreiche sein, den anderen einfach machen zu lassen. Und zwar nicht, weil man dann nicht interessiert ist, sondern einfach zu sagen, ich biete dir hiermit meine Hilfe an. Wenn du Hilfe brauchst, ich bin hier, ich bin zu jeder Zeit da, aber ich kann dir auch sagen, wenn du meine Hilfe nicht brauchst, dann kann ich auch gerade noch was anderes tun. Aber wenn du meine Hilfe brauchst, werde ich wirklich kein Ding alles stehen und liegen lassen, wenn es möglich ist, um da zu sein, um dir zu helfen. Aber manchmal ist es einfach wichtig, jemandem dieses nicht nur zu sagen, sondern auch dem anderen das Gefühl zu vermitteln, dass man das so meint. Also so zu sagen, ja, also wenn es denn sein muss, helfe ich dir, ist genauso unhilfreich, wie wenn man einfach sagt, ich helfe dir überhaupt nicht. Manchmal hilft es einfach zu sagen, ich bin da, wenn du mich brauchst und ja, ruf an oder melde dich. Was ich so schade finde, ist, wenn dann manche Leute sagen ja sehr gerne, ich rufe an, melde dich, wenn das ist, dann helfen wir dir auf jeden Fall. Und wenn du dann anrufst und dich meldest, ist die Person urplötzlich weg. Also ich meine so richtig, so total nicht mehr verfügbar oder auch einfach nicht mehr erreichbar oder die hat gerade was anderes zu tun und ja, das ist auch nicht wirklich hilfreich. Deswegen möchte ich einfach den Tipp an dieser Stelle geben, wenn ihr sagt, ich helfe dir, ich bin für dich da, dann tut's auch wirklich. Und tut's nicht nur so nach dem Motto, ich sag's jetzt, damit ich meine Ruhe hab's und dann später, wenn der andere meine Hilfe braucht, da kann ich mir ja immer noch was einfallen lassen. Sondern wenn ihr sagt, ich bin hier und möchte dir helfen, dann zieht's auch durch. Also dann ist nicht so, dass wenn dann jemandem zu sagen, in dem Moment, wo er zu dir kommt und um Hilfe bittet, zu sagen, nö, du, ich habe keine Lust. Das ist schlimmer, als jemandem zu sagen, ich habe keine Zeit, aber wenn du möchtest, kann ich dir auf andere Art versuchen zu helfen. Ja, manchmal ist es einfach auch gut, für jemanden da zu sein, jemanden zu unterstützen, jemandem zuzuhören. Das ist was ganz Schwieriges, niemandem Ratschläge geben, wie ich schon mal in einem Video erwähnt habe, sondern einfach nur mal zuzuhören, da zu sein und dem anderen aufmerksam zuzuhören, was ihn belastet, was in seinem Kopf vorgeht. Das kann manchmal auch Wunder wirken. Ja, was kann ich noch über helfen, vorsagen? Es gibt natürlich auch so dieses, kannst du mir mal helfen hier, wenn ich gerade die Rollladen hochmache oder wenn ich Fenster putze, kannst du mich mal heben, Helferei. Da kann man natürlich Hilfe anbieten. Ich für meinen Teil tue es nicht oft, aber wenn man es tut, ist es auch meistens so, ich für meinen Teil immer mache. Allerdings, was ich auch mache, ist, wenn ich weiß, dass ich jetzt gerade überhaupt keine Zeit, keine Lust, keine Energie, keine Kraft oder wie auch immer dafür habe, um so zu helfen, sage ich auch mal, du, nee, tut mir leid, geht gerade nicht. Viele Leute fühlen sich dann von mir vor den Kopf gestoßen und sind dann auch immer so ein bisschen angepisst. Kann ich euch die eine oder andere Geschichte erzählen? Aber ich finde es für meinen Teil dann einfach wichtiger, ehrlich zu sein und zu sagen, es geht nicht, ich kann gerade nicht, als ein auf, ja, ich helfe dir jetzt hier, ich bin für dich da. Und dann am Ende überfordert man sich selbst. Ja, genau, so kann man es sagen, zu sein. Manchmal kann es auch hilfreich sein, wenn dich jemand um Hilfe bittet und du merkst, mir ist das zu viel, ich kann das nicht wirklich. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie ich dem anderen helfen soll. Jemanden zu fragen, oh Gott, jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein. Ja, du Isa, hilfst du mir mal, meine Mom aufzuhalten? Oder sowas wie, Papa fragt mich sowas wie, weißt du, wie man diese Rechnung schreibt? Und ich weiß es nicht. Und geh dann einfach zu Mama hin und sag sowas wie, du Mami, kannst du mir mal helfen, Papa zu helfen? Manchmal kann es auch nicht schaden,
wenn jemand dich um Hilfe bittet, auch nochmal um Hilfe zu bitten. Weil was man nie vergessen darf, wir sind alle nur Menschen und jeder Mensch hat eine Grenze, die er irgendwann erreicht. Und jede Grenze ist unterschiedlich. Aber wir müssen auch nicht über unsere Grenzen hinaus helfen, wenn wir selbst nicht mehr können. Aber es kann auch nicht schaden, wenn man zusammenarbeitet, weil zusammen ist man immer etwas stärker. Es ist dieses schöne, gute alte Streichholzprinzip. Ein Streichholz zerbricht ein paar Streichholze zusammen mit einem Faden zusammengebunden, können ein Buch heben. Also, wenn ihr jemals in einer Situation seid, wo ihr merkt, dass jemand euch um Hilfe bittet und ihr nicht alleine in der Lage seid, dem zu helfen, dann würde ich euch einfach empfehlen, geht noch zu jemandem, dem ihr vertraut, jemandem, dem ihr wisst, dass ihr alles erzählen könnt und bittet den auch um Hilfe. Und ja, manchmal kann es auch gut sein, sich einfach abzuschotten und zu sagen, du, ich kann dir jetzt nicht helfen, aber vielleicht können dir die und die weiterhelfen. Manchmal können auch einfach Empfehlungen für Hilfeleistungen auch schon helfen. Das war mein heutiges Video. Ich hoffe, man hat nicht allzu doll gemerkt, dass ich aufgeregt bin und wie Sau, weil es ist mein seit langem wieder mal ein Video, das ich gedreht habe und ich bin irgendwie, glaube ich, ein bisschen aus der Übung raus. Aber ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Ihr könnt mir auf jeden Fall schreiben in die Kommentare, wie ihr das seht, oder auf Twitter oder Facebook oder an diebell.riedemeier@outlook.com. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit und bis bald. Tschüss!